Sie heißen Issa, Abdullahi oder Musa. Und sie arbeiten in handwerklich betriebenen Goldminen. Wie zehntausende Kinder und Jugendliche in diesem Land graben sie Tag für Tag nach dem Schatz, der ihnen das Überleben sichert. Die meisten von ihnen sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, manche noch jünger. Was sie tun, bezeichnet die Internationale Arbeitsorganisation als eine der schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Mit Alkohol und Amphetaminen versuchen sie, die Müdigkeit und die Angst zu bekämpfen. Das in Burkina Faso mühevoll abgebaute Gold wird von Schmugglernetzwerken über die Grenze nach Togo gebracht. Ein internationaler Konzern bringt das Gold von Togo aus in die Schweiz.